Ja, ich glaube, wir haben insgesamt ein tolles Jahr gespielt. 2011 ist nachhaltig in den Köpfen drin. Wir haben vor allen Dingen zu Hause tolle Spiele gesehen mit hochklassigen Auseinandersetzungen. Und wir haben nicht allzu viele Punkte hergegeben. Also von daher spricht das schon für eine deutliche Heimstärke, die wir an den Tag gelegt haben. Ich finde, dass wir trotz vieler neuer Positionen auch im Team das sehr gut gemacht haben. Es waren viele Umstellungen da, da mussten wir uns erstmal so ein bisschen einspielen, auch das hat man, denke ich, gemerkt. Aber ich glaube, dass wir trotzdem eine sehr konzentrierte Leistung abgerufen haben und auch die eine oder andere gute Möglichkeit herausspielen konnten. Sehr, sehr, sehr schön. Also ich habe mich riesig darauf gefreut, als es klar war, dass ich spielen darf und dass ich endlich mein Debüt für 96 in der ersten Mannschaft geben durfte. Bei den Amateuren konnte ich ja schon ein paar Mal mitwirken. Und dazu noch in der Euroleague, ich glaube, schöner kann man so einen Einstand mit einem Sieg gar nicht abschließen. Also aufgeregt war ich definitiv. Es wäre unmöglich, hier nicht aufgeregt zu sein, auch nach der Zeit nicht. Aber es hat sich bei mir einiges verändert, auch in den letzten Wochen. Also, mir war klar, dass er einen guten Job heute machen würde. Schade, dass er nicht mehr zu tun gehabt hätte. Ich glaube, er hätte gerne noch den einen oder anderen rausgekratzt. Aber er hat gezeigt, dass er wieder da ist. Und das ist, glaube ich, ein schönes Zeichen an alle, die immer mal wieder vielleicht auch ein Problem haben. Man kann zurückkommen. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Und dafür, glaube ich, steht Markus heute. Das Spiel heute war, glaube ich, sehr gut von ihm. Sehr sicher, sehr souverän, auch im Aufbauspiel. Das ist ja ein wichtiges Thema für uns geworden. Und ich freue mich für Markus, dass es wirklich so gut geklappt hat heute beim ersten Mal. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Manchester United käme. Aber ich finde, da haben wir eine gute Reise, schönes Stadion, Atmosphäre, passt alles. Wäre eine interessante Herausforderung. Der eine möchte einen Top-Gegner, um den Fans hier etwas zu bieten. Ich bin vielleicht eher jemand, der noch eine Runde weiterkommen will unbedingt. Aber auch das ist gegen jeden Gegner möglich. Insofern sind wir ganz gespannt, was uns erwartet.